Hallo und herzlich willkommen im Keller. Es ist wieder soweit, dass wir über den da sprechen müssen. Ist ja immer relativ viel von euch nachgefragt, dass ich über den da, nochmal will ich nicht zeigen, sonst verklagt mich noch die Zeitung, bisschen was erzähle. Ne? Habe ich ja schon reichlich von erzählt. Und deswegen kann ich nicht so oft was zum Wolf erzählen, wie ihr Fragen zum Wolf habt. Weil habe ich das meiste schon irgendwo behandelt. Und auch was ihr so in den Kommentaren schreibt, nicht, dass das schlecht wäre, also in den meisten Fällen zumindest nicht, haben wir auch schon ein paar Mal gehört. Inzwischen. Meistens. Meistens. So. Aber jetzt gibt es doch ein paar Neuigkeiten zum Wolf. Und das heißt, wir können mal ein kleines Wolf-Update machen. Ich bin schon seit das vorgekommen ist, am Verfolgen die Wanderungsbewegungen der norddeutschen, sage ich jetzt mal generell norddeutschen Wolfspopulation. Da gibt es ja inzwischen jetzt so einige kleine Teilpopulationen, einige Gebiete, die Rudel haben. Die bin ich am Verfolgen hinsichtlich ihrer Wanderung nach Süden. So, warum? Weil ich wohne im Süden. Betrifft mich und interessiert mich natürlich. Und jetzt ist es ganz praktisch, dass erst 2015 der erste Wolf, die ersten Wölfe in Baden-Württemberg aufgekreuzt sind. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz, so zumindest grob, die Historie des Wolfs in Baden-Württemberg durch. Der erste Wolf seit der Ausrottung, beziehungsweise die ersten, sind einmal der, der bei Laa auf der Autobahn A5 gefunden wurde, oder an der Autobahn A5, logischerweise überfahren. Angefahren, daran jedenfalls gestorben. Der zweite Wolf in Baden-Württemberg im gleichen Jahr, im November, am 26. November wird auf der A8 bei Märklingen, Alb-Donau-Kreis, überfahren. So. Interessant ist jetzt, das sind beides Schweizer gewesen. Die kamen also gar nicht aus der deutschen Wolfspopulation aus dem Norden, sondern aus der Schweiz hoch zu uns. Macht Sinn, ne? Man hätte sowieso lange Zeit vermutet, dass wenn irgendwann mal Wölfe im Schwarzwald einwandern, dass sie dann wandern, dass sie dann eher aus der Schweiz kommen, weil rein geografisch gesehen ist das naheliegender. Wahnsinnig spannend und ich weiß noch, dass ich total begeistert, in Anführungszeichen begeistert, ja, weil der war halt dann schon tot, war, als der bei Laa aufgetaucht ist. Ne? Halt der erste Wolfsnachweis in Baden-Württemberg seit ever. Gefühlt. Anglizismen. Böse. Aber in diesem Fall ausnahmsweise mal. So, dann am 15. Mai 2016 filmte eine Privatperson einen Wolf bei Bad Dürrheim im Südschwarzwald. Das war die erste Sichtung eines lebenden Wolfs in Baden-Württemberg, ja, seit der Ausrottung, seit 150 Jahren. Man konnte aufgrund der Qualität des Bildmaterials mit ziemlich sicherer Sicherheit, zumindest haben das die Experten so gesagt, und ich zähle mich jetzt auch nicht zu den absoluten Fachmännern, die einen Wolf vom Hund unterscheiden können. Ich würde es wahrscheinlich hinkriegen, aber auf jeden Fall nicht so, dass ich dann hinterher publizieren könnte und sagen, das war auf jeden Fall ein Wolf. Die hingegen konnten da schon, das Bildmaterial war gut und deswegen konnte man mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es sich um einen Wolf gehandelt hat. Das war eine Sensation. Ich weiß es noch, ich habe es damals auch in den Medien entsprechend verfolgt und für meinen Teil war ich schon relativ, der Wolf ist da, der Wolf ist da. Ihr wisst ja, meine Position zum Wolf ist vorsichtig, aber grundsätzlich tendenziell eher positiv. Mit vielen Einschränkungen. Aber interessant, erstmal wissenschaftlich, dass das Viech bei uns, bei mir im Bundesland auftaucht, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Das ist natürlich für mich als Wissenschaftler, als Forstwissenschaftler, erstmal sauspannend. Das müsst ihr jetzt nun mal hinnehmen. Ja, auch die Wolfsgegner unter meinen Zuschauern müssen das so hinnehmen, dass das für mich erstmal sau interessant ist. 8. Juli 2017. Ein toter Wolf wird aus dem Schluchsee geborgen. Das war also der 2017er Wolf. Und bei dem weiß man nicht genau, wie der da hingekommen ist. Man vermutet, dass der da nicht von alleine reingefallen ist, sondern dass der wahrscheinlich durch Wilderei dann eben entsprechend geschossen wurde. Und da war jemand so blöd, den eigentlich weit verbreiteten und allgemein bekannten Grundsatz, shoot, dick, shut up,
einhalten wollte. Also so heißt er in Englisch. Das gibt es natürlich auch auf Deutsch. Schießen, Schaufeln, Schweigen. Klingt dann sogar noch besser. Aber das haben die im englischen Sprachraum auch entsprechend drauf. Also wenn du irgendein Tier bei dir in deinem Jagdrevier hast, das du da nicht haben willst, dann gibt es immer die Möglichkeit. Und das ist in der Praxis halt tatsächlich so, dass das im Regelfall kein Mensch jemals erfahren wird. Wenn du das Vieh stießt, ein Loch gräbst, reinschmeißt, zubuddelst und darüber nie wieder ein Wort verlierst, wie soll das ans Tageslicht kommen, dass dann jemand zufällig im Wald einen Wolfsknochen findet und erkennt, dass es sich um einen Wolfsknochen und nicht um irgendeinen anderen Knochen, der sehr wohl in den Wald reingehört. Auch ein Wolfsknochen gehört da je nach Sichtweise durchaus auch irgendwo rein, weil der Wolf da ja reingehört. Naja, dass da jemand auf die Idee kommt, dass da irgendwas Illegales passiert ist, und das ist hochgradig illegal. Der Wolf ist absolut geschützt, dem darfst du überhaupt kein Härchen krümmen. Ja, ne? Also wahrscheinlich war das ein missglückter Fall von Schießen, Schaufeln, Schweigen. Die Dunkelziffer der in Deutschland illegal getöteten Wölfe ist sowieso, wir wissen sie nicht, wahrscheinlich ist sie gar nicht mal so niedrig. Ja, das ist halt so. Da wird es jetzt Leute geben, die sagen, oh nein, wie kann man nur? Es gibt aber auch mit Sicherheit Leute, und das muss man halt auch im Hinterkopf behalten, die wolfschießende Jägerschaft für durchaus eine gute Sache, sage ich mal vorsichtig, hält. Das muss man halt einfach so sehen, das ist eine Tatsache, und man kann das auch wirklich ganz ernsthaft diskutieren. Illegal ist es, es ist verboten, damit möchte ich es in gewisser Weise auf jeden Fall schon verurteilen, ne? Ohne jeden Zweifel, das tue ich, aber man muss das schon, man kann das nicht ignorieren. So, das Gute bei toten Wölfen ist allerdings immer, dass man bei denen auch durch Gennachweis nachvollziehen kann, woher die gekommen sind. Ne? Der Leben gefilmt wurde, da wusste man nicht, wo der herkommt, wohin der gehört, wo der hin wollte, was aus dem geworden ist. Wir haben keine Ahnung. Bei dem Toten wussten wir, das ist jetzt der erste nachweislich Wolf einer deutschen Wolfspopulation, nämlich aus Schneverdingen. Bei Niedersachsen kam der wohl und landete halt bei uns im Schluchsee. So, dann hat sich das mit dem Wolf auch erledigt. Am 7. Oktober 2017 reißt ein Wolf drei Lämmer bei Widdern, Kreis Heilbronn. So, und das ist jetzt der erste nachgewiesene Wolfsriss im Südwesten seit 100 Jahren. Ja. Ne? Erstmal, oh Schreck, oh Schreck, der Wolf hat Nutztiere gerissen. Baden-Württemberg, schrecklich, schrecklich. Große Diskussion, was tun? Der Wolf ist da, was tun? Da hat die Politik auch fleißig diskutiert, und ich hatte da, glaube ich, auch mal irgendwann mal darüber berichtet, dass man halt überlegt, ob man den Wolf ins Jagdgesetz aufnehmen muss, ins Baden-Württembergische, damit man da halt mehr Möglichkeiten, Entschuldigung, zum Management des besagten Wolfs, also der Art Wolf, eben entsprechend hat. Kurz nochmal zur Rekapitulation. Ist der Wolf im Jagdrecht, kann er potenziell relativ einfach zum Abschluss freigegeben werden. Es ist relativ einfach, also juristisch, ne, und von den ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen her relativ einfach möglich zu sagen, wie viel Wolf abgeschossen werden soll, unter welchen Bedingungen und so weiter und so fort. Aber er ist grundsätzlich erstmal jagbares Wild. Und das möchten halt die Naturschützer nicht. Und es ist auch nach wie vor so ein bisschen fragwürdig, inwiefern das nach EU-Recht überhaupt möglich ist, beziehungsweise nach Bundesrecht, weil er auf Bundes- und EU-Ebene erstmal super streng geschützt ist. Das heißt, er könnte eigentlich jetzt so möglicherweise, das ist juristisch halt jetzt eben gerade am diskutiert werden, gar nicht ins Jagdrecht überführt werden. Wenn man ihn reinnehmen würde, wäre er automatisch in jedem Fall nach aktueller Stand der Rechtslage ganzjährig geschont. Das heißt, es wäre genauso illegal, ihn zu schießen, wie wenn er nicht im Jagdrecht drin steht. Das ändert also im ersten Moment für die Praxis erstmal nichts. Für die Zukunft wäre es dann einfacher, da irgendwelche Abschussfreigaben zu erteilen. Das was bringt, ob das einen Unterschied macht, ich persönlich wage es sehr zu bezweifeln und finde, das ist eine relativ brotlose Diskussion, ob der jetzt nur im Jagdrecht drinstehen muss oder nicht.
Was man hingegen machen muss, was auch jetzt gerade schwer diskutiert wird, ist in irgendeiner Form einen Plan aufstellen, eine Liste von Kriterien aufstellen, vielleicht sogar ein Gesetz erlassen oder irgendeine Verwaltungsvorschrift oder wie auch immer dieses ganze Zeug heißen mag, wo drin steht, ab wann ein Wolf entnommen werden muss, weil er so gesagt, sozusagen verhaltensauffällig geworden ist. Das ist immer dieses schöne Wort. Wölfe, die Probleme machen, sind verhaltensauffällig. Und manche Bundesländer haben jetzt inzwischen schon gesagt, sobald die verhaltensauffällig sind, ich glaube in Niedersachsen haben sie das jetzt offiziell gesagt, bin ich nicht ganz so auf dem Laufenden, ist aber glaube ich auch nicht so wichtig, wer das jetzt genau war, dass verhaltensauffällige Wölfe inzwischen entnommen werden können und auch sollen. Und entnommen heißt Peng, tot. Entnommen heißt nicht betäuben und irgendwo anders wieder aussetzen. Kann man selbstverständlich auch machen. Diesbezüglich muss man immer wissen, ein Projektil in Form einer Kugel ist vom schießerischen her viel einfacher damit einen Wolf zu treffen, als mit einem blöden Betäubungspfeil, weil der hat eine viel, viel, viel kürzere Reichweite. Wölfe lebend fangen ist einfach schwieriger als erschießen. Die Viecher sind intelligent. Und ich sage zu jedem Tierviech, falls jetzt wieder die, oh, du hast Viech gesagt, du böser Mensch, Fraktion sich aufregen muss. Viech ist für mich einfach bensche Umgangssprache. Ne? Alles sind Viecher. Ich auch. Und meine Freundin. Und sonst wer. Ne? Alles Viecher. Das ist also wirklich nicht diskriminierend zu verstehen. Aber ihr könnt euch da gerne weiterhin drüber aufregen, wenn ihr sonst nichts zu tun habt im Leben. Wie dem auch sei, den Lebendfang schwierig. Dann kommt noch erschwerend dazu, wenn man ihn mit Fallen lebend fangen wollte, dann machen es massenweise, teilweise ziemlich beknackte Auflagen, muss man wirklich sagen. Saumäßig schwierig, irgendwelche neuen innovativen Wolfsfallen, die nachweislich wahrscheinlich funktionieren würden, wirklich einsetzen zu können, weil man da Angst hat, dass da juristisch irgendwelche Konsequenzen da drohen könnten. Es ist ein ziemlicher Papierkrieg auch in diesem Bereich am Gange. Das ist jetzt nicht so, dass das was Neues in Deutschland wäre. Teilweise hat das ja auch seine Berechtigung. Ich lebe ja lieber in einem Land, wo absolut alles geregelt ist, als in einem Land, wo gar nichts geregelt ist. Das ist einfach so für die persönliche Sicherheit meiner Meinung nach dann doch immer noch positiv, aber man kann das auch übertreiben. Aber das muss ich niemandem erzählen, ne, das wissen wir alle. So, und jetzt kommt der springende Punkt, und danach gab es, glaube ich, noch zwei Sachen, aber die sind nicht weiter wichtig, die ignorieren wir jetzt einfach mal. Der springende Punkt ist der. Am 26. November werden bei Bad Wildbad, Kreis Calw, drei Schafe gerissen. Na und? Hat man ja eben auch schon drei Lämmer am 7. Oktober. Ne? Wo ist jetzt der wesentliche Unterschied? Da sind es Schafe, da sind es Lämmer. Macht das die Sau fett? Nö. Die Sau fett macht es hingegen sehr wohl, dass diese drei Schafe von einem, dadurch, dass er das Speichel und sonstiges hinterlassen hat, genetisch nachweisbaren Wolf erbracht, gerissen wurden. Das heißt, man weiß, dass die 40 Schafe, die, ich glaube, irgendwann letzte Woche, ich kann euch das genaue Datum gar nicht sagen, gerissen wurden. Moment, doch, bestimmt steht es irgendwo. Genau, das war Ende April. Ja. Und der springende Punkt bei der Sache ist jetzt halt eben der, dass auch Ende April 2018 44 Schafe insgesamt getötet wurden, bei einer Wolfsattacke bei Bad Wildbad. Ist an sich jetzt erstmal schon mal scheiße, ne? 44 Schafe ist schon eine Hausnummer. Aber das Spannende ist, das ist der gleiche Wolf. So. Und das bedeutet, und das ging jetzt erstaunlich schnell, und das ist jetzt ein Beispiel, ein Positivbeispiel, wie man damit umgehen sollte, meiner Meinung nach, nur meiner Meinung nach, ne? Beim Thema Wolf gibt es nur Meinung. Wie man es wirklich unbedingt machen sollte, was richtig, was falsch ist, das weiß kein Mensch. Das können wir vielleicht mal rückblickend in 50 Jahren sagen, was man damals hätte richtig, falsch, was auch immer. Das kann nur die Zeit zeigen, ob das richtig oder falsch gewesen ist, was wir gemacht haben. Ob wir noch irgendwas hätten besser machen können und so weiter und so fort, das weiß derzeit wirklich niemand. Es gibt da unterschiedliche Meinungen
Und irgendwas davon ist vielleicht richtig, vielleicht gibt es auch überhaupt kein richtig, das ist die große Frage. Aber meiner Meinung nach, eine der vielen Meinungen, die man dazu einholen kann, aber das ist halt diejenige, die ihr auf diesem Kanal bekommt, ist sehr vieles richtig gemacht worden von Seiten der ja, Regierung, muss man sagen, Landesregierung. Und auch von Seiten der Schäfer und von Seiten aller Beteiligten, meiner Meinung nach, also nach diesem Überfall auf diese besagten 44 Schafe, also es war eine noch größere Herde, 44 Schafe davon wurden eben getötet. Entschuldigung, ich bin ein bisschen, ne, habt ihr schon gemerkt, heiser und Husten und all sowas. Ich versuche es halt so gut hinzukriegen, wie es geht. Der springende Punkt, wie gesagt, dabei, erstens, alle Akteure haben sich seitdem meiner Meinung nach relativ richtig verhalten, fast schon optimal. Zweitens, und das ist es jetzt, das ist der gleiche Wolf wie eben schon im November, der da schon mal drei Schafe gerissen hat. Und das bedeutet, der wohnt jetzt hier. Und jetzt hat man vor kurzem, irgendwann in den letzten Tagen, tatsächlich den Bereich 30 Kilometer Radius ungefähr um Bad Wildbad als Wolfsgebiet ausgewiesen. So, und das Schöne ist, ich bin da gerade noch so drin mit meinem Wohnort. Für mich persönlich schön, ne? Weil ich finde das einfach unglaublich interessant. Selbst die Wolfsgegner können hoffentlich nachvollziehen, dass ich als Forstwissenschaftler das nun mal interessant finde. Das heißt, ich wohne jetzt im Wolfsgebiet. Yay! Das heißt, ich kann jetzt demnächst losgehen und den Wolf suchen. Den werde ich nicht finden, aber ich mache es trotzdem. So, interessant ist jetzt Folgendes. Was haben jetzt da alle Beteiligten richtig gemacht? Weil ich ja gesagt habe, die Beteiligten haben viel richtig gemacht. Okay, jetzt werdet ihr erstmal wissen wollen, was hat es mit diesen 44 getöteten Schafen da auf sich? Das klingt jetzt nach einer großen Katastrophe und das klingt jetzt so, als wäre das ein Wolf, der grundsätzlich sowieso schon mal geschossen gehört, ne? Dass man den sofort ausfindig machen muss und erlegen, weil der ist ja definitiv verhaltensauffällig und ein schwer gestörter, total fieser, richtig, richtig großer, böser Wolf, ne? Nö, also eigentlich nicht. Es gibt. Jetzt muss man sich natürlich selber überlegen, welche Regeln man überhaupt vorlegen möchte, dass ein Wolf als verhaltensgestört oder auf verhaltensauffällig eingestuft werden kann. Und die gibt es in Baden-Württemberg noch nicht. Und das ist so die Sache, die ich nicht loben möchte. Am ganzen Verhalten der Behörden, da muss dringend eine Kategorie her, dringend muss da eine Einordnung gemacht werden, ab wann ist ein Wolf verhaltensauffällig, ab wann nicht. Weil jetzt haben wir ja einen, der hier wohnt und nicht nur durchzieht. Das ist ja immer der springende Punkt. Die anderen sind vermutlich nur durchgezogen. Man hätte jedenfalls nicht beweisen können, dass die hier auch gewohnt haben. Der hier tut es, weil er nach gefühlt einem halben Jahr immer noch da ist und immer noch was reißt. So, das heißt, er muss hier wohnen, weil der geht nicht mal runter und wieder hoch und jedes Mal nimmt er ein paar Schafe in Bad Wildbad mit, sondern er bleibt dann schon in der Gegend. Und jetzt, warum ist das jetzt nicht so unglaublich dramatisch, dass das jetzt 44 Schafe waren? Weil das halt ganz normal ist. Die Herde war halt eingepfercht, der Wolf hüpft rein, der Wolf würde normalerweise ein, zwei, vielleicht auch wirklich mal drei Schafe reißen und während er das tut, rennt der Rest der Herde weg in der freien Wildbahn und dann sind die weg und dann hat er da seine Beute liegen und die da hinten sieht er noch in weiter Entfernung und weiß, da komme ich eh nicht mehr hinterher und dann hat sich bei ihm die Jagd erledigt. War erfolgreich, freut sich, gibt lecker Schaf. So. Blöd jetzt, wenn die Schafe halt eingezäunt sind. Und er erlegt ein Schaf und sieht, hey, um mich rum laufen noch viel mehr von diesen weißen, leckeren Viechern rum. Schnapp mir noch eins. Dann liegt es da und er guckt hoch und stellt fest, wow, da gibt es ja immer noch welche. Zack, schnappt er sich das nächste. Und oh, es gibt immer noch welche. Und zack, schnappt er sich das nächste. Oh, immer noch welche da. Jedes Mal, wenn irgendwas vom Wolf wegrennt, weshalb ich auch bei den Verhaltenshinweisen bezüglich Wolf ja immer darauf hinweise, das Allerdämlichste, was man tun kann, ist wegrennen. Sobald jemand von ihm wegrennt, ist dieser jemand, insbesondere wenn er weiß und flauschig ist, ist er dann Beute. So, und deswegen greift der Wolf wieder an. Es hat sich nun mal bei jedem Raubtier im Laufe der Evolution gezeigt, dass ein, was wegrennt und wie Beute aussieht, sofort verfolgen und töten Instinkt halt nun mal vorteilhaft ist, wenn du ein Raubtier bist. Das ist so. Und dass es dann zu so einem Blutrausch kommt, zu so einem Massentötungstrieb, weil da ständig wieder irgendwas da ist, das den Jagdtöte Auffutterinstinkt wieder auslöst. Das ist nun mal so, sobald ein Raubtier
in eine nicht fliehbare Menge von Beutetieren hineingerät. Das ist wie der Fuchs im Hühnerstall, ne? Fuchs, du hast die Gans gestohlen und all so ein Zeug. Da kommt es dann auch zu entsprechenden massiven Tötungen. Auch wenn der Fuchs keine 20 Gänse fressen kann, tötet er trotzdem alle 20, weil da ständig immer noch was rumflattert und halt den Beutegreifreflex immer wieder neu auslöst. Und genau das gleiche Problem halt auch bei einem Wolf in einer eingezäunten Schafherde. Das ist dramatisch, selbstverständlich, aber dafür gibt es wirklich eine ganz simple biologische Erklärung. Und so dramatisch das ist, so einfach ist das auch und so wenig. Also das macht den Wolf nicht schlimmer, als wenn er. Also der Wolf hat zweimal Nutztiere gerissen. Die Zahl der Nutztiere, die er reißt, ist im Grunde Wurst. Interessant ist, dass er sich zweimal eben zu Nutztieren hinbewegt hat, um Nutztiere zu reißen. Andererseits ist der Wolf eigentlich gar nicht so verhaltensauffällig, unser Schwarzwaldwolf. Der hat auch einen Namen, wie heißt er denn? Irgendwo steht's. Er hat eine Nummer, also ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls in der Zeit, die er jetzt schon hier ist, und wir wissen ja nicht, wie viel früher vor dem ersten Fall, dass er sich an die Viecher herangetraut hat, er schon da war. In der Zeit, der er jetzt hier ist, hat er zweimal Nutztiere gerissen, die überhaupt nicht geschützt waren, also zumindest nicht effizient. Mit irgendwas, was ein Wolf fernhalten würde. Das ist eigentlich eine ganz gute Quote. Eigentlich. Jetzt werden die Schafzüchter mich wahrscheinlich steinigen für sowas. Aber rein objektiv und aus naturwissenschaftlicher Sicht betrachtet, ist das nicht besonders krass. Ich weiß, das tut natürlich trotzdem weh, wenn man da diese, vor allen Dingen auch die schlimmen Bilder sieht von den gerissenen Schafen. Das war, glaube ich, auch so ziemlich in jeden Nachrichten kurz zu sehen. Das tut selbstverständlich weh. Das tut auch mir weh. Ich mag auch sehr, sehr gerne Schafe. Also einfach als Tier. So, ich finde die total toll. Deswegen, das tut auch mir weh. Ja, überhaupt keine Frage. Aber rein wildbiologisch auf den Wolf bezogen betrachtet, ist das noch nicht so dramatisch. Weil, wie gesagt, da gab es ja überhaupt keinerlei Maßnahmen, die den Wolf hätten vertreiben sollen. Man kann also jetzt nicht sagen, dieser Wolf ist besonders frech oder besonders krass. Kann man nicht sagen. Die meiste Zeit ernährt er sich ja trotzdem aus dem Wald, weil er nachweislich jetzt schon ein paar Monate da ist und nur zweimal Schafe überfallen hat. Tja, so viel zum Thema den Wolf an sich. So, jetzt müssen wir uns mal noch die politische Situation bei der ganzen Sache angucken. Wir müssen jetzt erstmal unterscheiden. Derzeit rechtlich gibt es zwei mögliche Fälle, die eintreten können, wenn man Nutztierhalter ist und es wird einem ein Schaf zum Beispiel oder ein Ziege oder Kuh, wobei Kühe ist ja umstritten, ob Wölfe überhaupt an Kühe rangehen. Wahrscheinlich tun sie es vielleicht eventuell doch, egal. Jedenfalls, wenn einem ein Nutzvieh gerissen wird, man kann nachweisen, dass es sich um den Wolf handelt, durch den der Riss erfolgt ist, dann werden die entsprechenden Leute, denen der Riss passiert ist, entschädigt. Meiner Meinung nach sollte diese Entschädigung sehr, sehr, sehr großzügig ausfallen. Das tut sie nicht so richtig. Trotzdem wird auf jeden Fall der komplette Schaden übernommen. Soweit, so gut. Was nicht übernommen wird, ist möglicher Psychoschaden bei den verbliebenen Schafen, dass die sich von dem Schreck eventuell nicht mehr so richtig erholen können und so weiter. Meistens schaffen sie es doch irgendwie, weil sie haben das ja schon noch ein bisschen in den Genen, dass halt hin und wieder nur mal ein Kollege gefressen wird. Meine Theorie, nur meine Theorie, wie dem auch sei, sowas wird nicht übernommen. Übernommen wird wirklich nur der Materialschaden, also ein Schaf so und so viel wert. Ein Schaf gerissen, hier hast du so und so viel Kohle. Das ist der Normalfall in den meisten Bereichen Deutschlands. So ein durchziehender Wolf reißt ein Schaf und dann wird er so verfahren. Wenn man hingegen in einem ausgewiesenen Wolfsgebiet wohnt, also ein Gebiet, wo klar ist, hier gibt es Wölfe, und das ist jetzt halt eben so ein solches Gebiet auch eben im Bereich 30 Kilometer um Bad Wildbad ausgewiesen worden. In so einem Gebiet sieht die Situation etwas anders aus. Da wird der Nutzviehhalter nicht für jedes gerissene Stück entschädigt, sondern bekommt stattdessen Zuschüsse für Sicherungsmaßnahmen gegen den Wolf. Also Elektrozaun, im Wesentlichen erstmal Elektrozaun. Also das Gute ist, die kann er sich dann anschaffen, weil das kannst du normalerweise als Schafhalter nicht bezahlen. Die Mengen an Elektrozäunen und Ausstattungen, die du da brauchen würdest, um deine Schafe wolfsicher einzuzäunen.
vermutlich wolfsicher. Ob das wirklich ein 100% sicherer Schutz ist, das ist ja auch zu Recht super umstritten. Wir wissen es noch nicht so ganz. Es hilft auf jeden Fall etwas, sage ich jetzt mal. Etwas bis viel, bis vielleicht auch nur wenig. Schwierig zu sagen im aktuellen Stand der Wissenslage. So, aber jedenfalls, ohne solche Förderungen könnte das keiner bezahlen. Aber sobald die Schutzmaßnahmen gefördert werden und aber trotzdem noch Schafe gerissen werden und die deswegen gerissen wurden, weil der entsprechende Schafhalter keine Förderungsmaßnahmen zum Ausbau seiner Schutzmaßnahmen in Anspruch genommen hat, sprich, er hat gesagt, ach was, zu mir wird der Wolf schon nicht kommen und war quasi fahrlässig, dann kriegt er auch keinen Ersatz für die gerissenen Schafe. Ne? Die werden dann nicht, da wird er halt nicht entschädigt. In anderen Regionen, wo der Wolf nicht nachweislich heimisch ist, da würde er entschädigt werden. Das ist also der Nachteil. Ne? Also pro, du kriegst Zäune, contra, wenn die Schafe trotzdem gerissen werden, dann kriegst du gar nichts. Aber jetzt zurück dahin, wo ich gesagt habe, man hat hier bei uns politisch vieles richtig gemacht. Denn erstens mal hat man, was ich gut finde, gleich das Wolfsgebiet ausgewiesen. Man hat das Wolfsgebiet viel zu groß ausgewiesen. Das Revier eines einzelnen Wolfrudels, selbst wenn der jetzt schon Nachwuchs hätte und es ist einfach noch kein anderer auf die Idee gekommen, zu den Schafen zu gehen, selbst wenn das vielleicht schon jetzt 4 oder 5 Wölfler sind, also das Paar und 3 Jungtiere zum Beispiel, selbst wenn das jetzt schon so sein sollte, was unwahrscheinlich ist, wahrscheinlich ist es wirklich nur der eine. Was anderes kann man sowieso nicht beweisen. Aber sollte es tatsächlich schon ein ganzes Rudel sein, selbst dann ist das ausgewiesene Wolfsgebiet mit 30 Kilometer Radius um Bad Wildbad viel zu groß. So viel Platz brauchen die hinten und vorne nicht. So, trotzdem finde ich das genau richtig, weil man einfach schon weitergedacht hat. Okay, wo einer ist, werden das früher oder später wahrscheinlich irgendwann mal mehr. Es sei denn, der eine wird halt illegal geschossen, schaufeln und geschwiegen. Ne? Aber normalerweise könnte man schon davon ausgehen, dass das mehr werden. Und deswegen haben sie gesagt, wir machen das Gebiet lieber erstmal richtig groß. Kleiner machen kann man es immer noch, wenn man genau weiß, wo dieses Wolfsrudel oder dieser Einzelwolf jetzt eigentlich exakt lebt. Und was der jetzt exakt für ein Streifgebiet ist, hat. Also erste richtige Entscheidung, im Zweifel lieber erstmal groß machen das Gebiet. Dass die sämtliche Viehhalter in der näheren Umgebung, also auch in der entfernteren näheren Umgebung, halt eben schon mal von den entsprechenden Förderungen profitieren können und schon mal sich entsprechend aufstellen, dass möglichst wenig Schafe gerissen werden, wenn mehr Wölfe kommen. Finde ich richtig. Dann hat man freundlicherweise das Problem mit dem ab sofort werden Schafrisse nicht mehr entschädigt, weil wir im Wolfsgebiet sind. Dahingehend erstmal ein bisschen entschärft, dass man eine Frist eingebräumt hat, bis zu der entsprechende Sicherungsmaßnahmen vorgenommen werden müssen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das genau ist. Ich glaube, es ist bloß erstmal nur ein Jahr. Da könnte man ja vielleicht noch 2 Jahre draus machen. Das würde ich auch nochmal für eine ganz sinnvolle Maßnahme halten. Aber wenigstens gibt es überhaupt erstmal eine brauchbare Frist, die man da eingerichtet hat. Ne? Man hätte ja auch sagen können, nö, aber jetzt ist das so und dann guck, wie du klarkommst. Aber nicht, man hat eine Frist eingebaut. Heißt, die Leute haben jetzt auch genug Zeit, ihre entsprechenden Sicherungsmaßnahmen aufzubauen, das entsprechende Zeug anzuschaffen und so weiter. Wiederum nicht so gut, also es ist nicht alles toll, ist, dass Herdenschutzmaßnahmen, sage ich jetzt mal ganz lapidar, also Zäune, im Wesentlichen eben die ganze Elektrotechnik und so weiter, nur mit 90% gefördert werden. Was wäre denn so schlimm daran, wenn man sagen würde, also ich verstehe ja, dass man nicht sagt, man fördert 100%, dass ein gewisser Eigenanteil erbracht werden muss, einfach damit das nicht missbraucht wird und jeder sich so viele Zäune kauft, wie er nur irgendwie irgendwo hinstellen kann. Das ist klar. Ne? Also das macht schon irgendwo Sinn, aber ich hätte 95% echt besser gefunden. Weil diese Nutztierhalter, die leben nicht unbedingt in Saus und Braus. Die haben nicht so viel Kohle übrig. Selbst wenn die nur 10% von ihren großen Mengen an Zäunen, die sie dann brauchen werden, selber zahlen müssen, ist das immer noch eine erhebliche finanzielle Belastung. Ich meine, es hätte gereicht, wenn sie nur 5% hätten zahlen müssen. Zum Beispiel. Wenn sie sich vielleicht auch auf 4 oder 3 einigen können. Immer noch teuer genug. Meiner Meinung nach. Ich bin ja grundsätzlich der Meinung, das habe ich auch schon in anderen Videos zum Thema Wolf gesagt, wenn das mit dem Wolf in Deutschland funktionieren soll, dann geht das nur über Geld. Ganz einfach. Aufklärungsarbeit bei der Bevölkerung, dass die nicht allzu viel Angst vor dem Wolf haben
Und ansonsten, da der Wolf ja die wirklich wichtigen und auch kulturell wichtigen und fürs Ökosystem wichtigen Nutztierherden halt nun mal nicht reduzieren sollte, kann man da wirklich nur über richtig viel Geld den Tierhaltern so viel Geld in den Hintern stecken, in Anführungszeichen, dass die echt zwar zähneknirschend, aber dann irgendwann doch sagen, ja, dann gut, dann gibt's halt den Wolf. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und dieser Geldhahn, dass der erstmal aufgedreht wird, da sind sie jetzt schon relativ großzügig gewesen bei uns. Und das finde ich jetzt prinzipiell schon mal richtig gut. Jetzt muss ich den Akku wechseln. Bezüglich Geld gibt es nämlich noch einen Vorteil und noch eine Sache, wo Baden-Württemberg gleich gesagt hat, wir lassen da fließen, nämlich das Anschaffen, Ausbilden und so weiter und so fort von Herdenschutzhunden wird grundsätzlich auch gefördert. So, und das war in den anderen Bundesländern, wo der Wolf angekommen ist, erstmal eine lange Diskussion. Ich weiß gerade nicht, wie der aktuelle Stand ist, ob da jetzt nun gefördert wird, der Herdenschutzhund, also gibt es da Kohle für oder gibt es das nicht. Weiß ich gerade nicht. In Baden-Württemberg gibt es jedenfalls für Schafherden ab 60 Tieren pro Hund so und so viel Geld Förderung. Ne? Also schon ein ordentlicher Betrag, reicht immer noch nicht. Auch da könnte man natürlich noch großzügiger sein, aber das ist erstmal wirklich nicht schlecht. Und zumindest nach den Pressestimmen ist der Schafzüchter, der eben diese 42 Schafe oder wie viel das gewesen ist, verloren hat. Gerade der ist relativ, sagen wir mal, positiv überrascht, wie viel Kohle er jetzt doch bekommt und wie viel Förderung er jetzt kriegt, um da halt eben entsprechendes zu unternehmen, dass das nicht normal vorkommt. Und er ist auch vergleichsweise positiv überrascht, wie gut seine verbliebenen Schafe, also der Rest der Herde, der unverletzt geblieben ist, den Schreck doch überlebt haben und den Schreck überstanden haben. Nach dem letzten Stand, den ich mitbekommen habe, haben die Schafe noch ein bisschen Angst vor Hunden, zeigen diesbezüglich eine gewisse Verhaltensauffälligkeit. Ja, ein Hund ist ein Wolf ist ein Hund. Für andere Tiere oft nicht so einfach zu unterscheiden. Und demzufolge geht es denen aber ansonsten eigentlich relativ gut. So, und jetzt kriegt der Mann vergleichsweise viel Geld. Und ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber er scheint doch ein bisschen besänftigt zu sein, nach dem, was man von Pressestimmen technisch mitbekommt. Ne? Ich kenne den Mann nicht, bin nicht hingefahren, habe nicht nachgefragt. Hätte man vielleicht sogar machen können. Jetzt sagt nicht, ich soll das machen, ich habe auch noch andere Projekte. Wäre aber schon, ehrlich gesagt, ganz, ganz lustig gewesen. Egal. Jedenfalls. Ja, schon ein richtiger Ansatz. Und das ist halt eben das, was ich habe. Das habe ich der Meinung bin, dass hier politisch das Ganze relativ gut und richtig gemacht wird. Sogar die Naturschutzverbände, also insbesondere der NABU, der sich ja das Thema Wolf so am allerfettesten auf die Fahnen geschrieben hat, sind auch positiv überrascht und loben sogar ein bisschen, was selten ist. Weil eigentlich verdienen Naturschutzverbände ihr Geld ja dadurch, dass sie immer schön rumnörgeln und immer sagen, alles ist scheiße. Spendet uns mehr Geld, damit wir mehr tun können, weil alles scheiße ist. Dass die wirklich mal sagen, oh, das war jetzt ehrlich gesagt ganz gut. Das erlebt man nicht so häufig, wenn man sich mit der Thematik häufiger und intensiver auseinandersetzt. Ich will gar nicht an den Naturschutzverbänden rumnörgeln. Ich bin im Fall vom Wolf. Also jetzt gerade im Bereich Baden-Württemberg ziemlich Konsens mit dem, was der NABU dazu zum Beispiel zu sagen hatte. Will ich gar nicht rumnörgeln, ne? Aber es ist halt generell einfach so, die haben auch immer ihre eigenen Interessen so ein bisschen im Hinterkopf. Wenn die nicht viel nörgeln, dann kriegen die keine Kohle. Dann sind die gegebenenfalls sogar arbeitslos, die Leute, die da halt eben für den NABU hauptberuflich tätig sind. Muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich will da ja nicht unterstellen, dass da irgendwelche solche Interessen tatsächlich eine Rolle spielen, aber vielleicht, eventuell doch. Ne? Niemand ist absolut unabhängig, außer man ist absolut unabhängig, so wie ich. Naja, und ich bin nicht unabhängig von zum Beispiel euch. Ist das immer so eine Sache, wo man einfach mal ein bisschen drüber nachdenken kann. Ja, aber trotzdem, fassen wir nochmal zusammen. Richtig gemacht, großes Wolfsgebiet ausgewiesen. Sofort ausgewiesen. Schnell, flott, ne? Sofort Geldfluss in Bewegung gesetzt. Sofort entschädigt den guten Mann, der da seine 40 Schafe verloren hat. Alle Schäfer informiert, sämtliche Nutztierhalter hier informiert, die wissen Bescheid, die können ihre Fördermittel jetzt sofort beantragen, dann kriegen die die auch, dann können sie ihre Zäunchen aufstellen und so weiter und so fort.
Alles soweit ganz in Ordnung. Und wie gesagt, sogar der Herdenschutzhund wird auch jetzt sofort schon mitgefördert, was wichtig ist, weil es braucht ja eine gewisse Zeit, bis sich so ein Herdenschutzhund, bis man die erstens da hat. Dann muss man noch lernen, wie man mit denen umgeht. Dann müssen die sich noch an die Herde gewöhnen, etc., etc. und so weiter und so fort. Braucht alles ein bisschen Zeit und das ist auch noch eine gewisse Übergangszeitspanne, wo halt dann trotzdem noch vorgerissene Schafe entschädigt wird, eingeräumt haben. Finde ich auch alles super fair und alles gut gemacht. Bin also wirklich positiv überrascht und das deckt sich eben, um das nochmal zu betonen, mit meiner Meinung zu dem Thema, wenn das mit dem Wolf funktionieren soll, dann nur so, dass man wirklich ganz viel Geld in die Hand nimmt und jedem, der einen Schaden durch einen Wolf entleidet, ganz viel Geld gibt, damit der Schaden wirklich nicht mehr so sehr wehtut. Und dann müsste man jetzt halt noch eben entsprechend jede Menge Aufklärungsarbeit, umweltpolitischer Art machen, von wegen, dass der Wolf hier halt nun mal hingehört, dass der Wolf im Regelfall für den Menschen harmlos ist. Ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Die Angst vorm Wolf in Teilen der Bevölkerung. Der NABU hat so eine lustige Umfrage gemacht, wo irgendwie rausgekommen ist, dass 76% oder irgendwas der Deutschen eine Rückkehr des Wolfs befürworten und das toll finden, dass der Wolf zurückgekommen ist. Ohne diese Umfrage groß angeguckt zu haben, bin ich jetzt einfach mal so frech und bin mir ziemlich sicher, dass ich da den einen oder anderen, naja, Fehler kann man nicht sagen, aber das ein oder andere in dieser Umfrage finden würde, was dafür spricht, dass die natürlich ein bisschen geschönt ist. Das ist natürlich jetzt dahingehend wiederum gar nicht so schlimm, weil jeder seine Umfragen schönt. Jeder. Jeder ausnahmslos. Vielleicht bis auf den völlig interessensneutralen Wissenschaftler, der wirklich versucht, eine wissenschaftlich absolut korrekte Umfrage durchzuführen, weil es ist ihm egal, was da rauskommt. Er kriegt sein Geld in jedem Fall. Aber sowas gibt es heutzutage auch immer seltener, weil die meisten Leute, die Forschung betreiben können, dafür irgendwelches Geld aus irgendwelchen externen Quellen kriegen und externe Quellen haben ein Interesse, dass das Ergebnis ein bestimmtes Ergebnis ist. Ne? Beispielsweise Audi finanziert irgendwelche Forschungen von Autoabgasen als Schadstoff am Wald. Ne? Dann möchte Audi gerne hören, dass Autoabgase keinen Schaden am Wald verursachen. Jetzt musst du dich halt dann überlegen als Forscher, wie du nun deine Daten auslegst. So, dass du deinen Geldgeber zufriedenstellst oder so, dass du absolut hundertprozentig korrekt wissenschaftlich handelst. Ich möchte mal nicht unterstellen, dass da wirklich viel Schindluder getrieben wird, aber einen geringfügigen Einfluss hat das sicherlich auch. Umfragen sind wirklich ziemlich leicht, bisschen in die eine oder andere Richtung beeinflussbar, was da rauskommen soll. Zum Beispiel allein in der Wildfrage, in Wildtierfragen, da kannst du immer, in jedem Fall, bei wirklich seriös wissenschaftlich durchgeführten Umfragen einen richtig fetten Unterschied zwischen Stadt und Land feststellen. Der Stadt-Land-Effekt, der ist schon wirklich ganz bekannt. Dass die Stadtbevölkerung, die keinen direkten Kontakt zur Natur hat, Natur immer grundsätzlich toll findet und die auch sagen wird, dass sie Natur super finden und irgendwelche Wildtiere, die jetzt wieder vorkommen, die vorher nicht gab, ist toll, sollen zurückkommen. Wenn du das Gleiche machst auf dem Land, bei den Leuten, die zu dem Zeug wirklich einen Bezug zu haben, werden sie dir sagen, dass sie das eher skeptisch sehen. Die werden vielleicht auch sagen, ja, grundsätzlich ist das ja schon schön, dass der wieder da ist, aber nicht in meinem Garten, bitte. Und nicht auf meinem Hof und so weiter. Und das ist ja auch irgendwo verständlich. Vielleicht kann man das auch so ein bisschen an der eigenen Nase erkennen. Wenn man zum Beispiel daheim sitzt und Sehnsucht bekommt nach der Natur, ne? Also für diejenigen unter uns, die jetzt wirklich regelmäßig rausgehen. Und man kriegt immer mehr Sehnsucht. Und man geht dann irgendwann raus und dann ist man in der Natur und eigentlich sollte man jetzt in der Glückseligkeit sein, dass man endlich seine Sehnsucht nach Natur befriedigen darf. Aber angenommen, die Natur macht halt jetzt gerade, was sie nun mal so tut, ne? Schlechtes Wetter. Zum Beispiel einen Schneesturm und man ist halb am Erfrieren, dann denkt man sich vielleicht in dieser Situation, wenn jetzt ein Typ mit einem Umfrageblättchen vorbeikommen würde und einen fragen, was man denn von dieser tollen Urnatur hier hält, dann würde man sagen, boah, scheiß Natur. Und so ging es mir auch schon hin und wieder. Also das vielleicht einfach nur, um sich mal an die eigene Nase zu fassen. Dass man vielleicht mal die Leute ein bisschen besser verstehen kann, die den Wolf wirklich vor der Haustür hocken haben. Und dass es dann nicht mehr so witzig ist mit dem Viech. Da haben wir wieder das böse Viechwort. Ja, das also meine Gedanken und meine Beurteilung der aktuellen Wolfssituation in Baden-Württemberg. Bisher finde ich es wirklich gut gemacht, wie unser Bundesland hier da diesbezüglich reagiert.
Man muss aber auch halt mal sagen, man kann jetzt nicht den anderen, die den Wolf schon länger haben, vorwerfen, dass die alles falsch gemacht haben. Die konnten es ja noch gar nicht. Ne? Da gab es ja noch nichts, keinen Präzedenzfall oder sonst wie. Was wir ja jetzt machen, ist quasi das, was wir in den anderen Bundesländern schon gesehen haben, nur halt schneller. Relativ einfach. Aber trotzdem, ich finde, es läuft gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. PS. Jetzt werden mir wahrscheinlich die Wolfsgegner an die Kugel gehen und sagen, was, aber der Wolf muss doch weg und. Also erstens, bitte Argumente. Zweitens, immer schön ruhig bleiben. Drittens, ich habe mich schon wirklich ganz viel zum Wolf geäußert. Meine bisherigen Äußerungen waren immer so im Bereich neutral, vorsichtig. Grundsätzlich finde ich das wirklich toll. Aber schon mit Vorsicht zu genießen und ich bin nach wie vor skeptisch, ob langfristig eine Wiederansiedlung des Wolfs in Deutschland überhaupt erfolgreich sein kann. Gehen wir aber jetzt einfach mal davon aus, dass das derzeit der politische Wille ist, und das ist er, erklärtermaßen, dann aus dieser Perspektive aus betrachtet, hat Baden-Württemberg alles richtig gemacht. So, mehr will ich mit diesem Video gar nicht sagen. Falls jetzt also jetzt irgendjemand denkt, dass ich hier in irgendeiner Form zwischen den Zeilen die Frage pro Wolf oder contra Wolf beantwortet habe, habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, unter den gegebenen Umständen, dass der Wolf jetzt nun mal hier ist, unter der Maßgabe, dass er politisch erwünscht ist, nach aktuellem Stand der Gesetzeslage, ne, dann ist ja alles jetzt aus meiner Sicht relativ gut. Um nicht zu sagen, richtig verlaufen. So, nur dass hier nochmal die Fronten geklärt sind. Das ändert nichts daran, dass ich immer noch skeptisch bin, ob das überhaupt funktionieren kann mit dem Wolf in Deutschland. Und das Thema, ist er jetzt nun gefährlich oder nicht, das könnt ihr auch in einem anderen Video nachgucken. Da brauchen wir jetzt hier nicht drüber sprechen. Macht's gut, jetzt aber richtig.